sind hier bei der Frau Rückert im Gatte in der Viertelsfelder Straße in Edinge. Sie hat uns in Facebook geschrieben und hat gesagt, Herr Schneider, ich habe hier ein kleines Problem. Meine Aprikose habe lauter braune Stelle. Sofort sind wir hierher geeilt und haben uns das vor Ort angeguckt. Und wie ich jetzt sehe, am Baum selbst, der hat überhaupt keine Probleme. Keine Pilze, keine Läuse, da ist gar nichts dran, was irgendwie auf eine Krankheit hindeutet. Aber die Früchte, man sieht es hier, haben so kleine Verbräunungen. Sieht aus wie so eine Art Berostung. Ich vermute ganz stark, dass das eine viröse Berostung ist. So ähnlich gibt es etwas beim Apfel. Das ist nichts Schlimmes bei der Aprikose. Lediglich die Frucht sieht halt nicht so schön aus, aber ändert gar nichts am Geschmack. Man kann die genauso essen, als wenn die jetzt kerngesund wäre. Wenn es eine viröse Berostung ist, kann man hier gar nichts dagegen machen, ja, weil es gibt keine Pflanzenschutzmittel oder andere Maßnahmen, die man hier anbringen kann, um diesen Virus aus dem Baum rauszukriegen. Der ist voll im Pflanzgut innen drin. Und wenn jemand das richtig stört, dann muss er halt den Baum rausmachen, muss eine neue Pflanze. Aber wegen dem bisschen Berostung auf der Schale würde ich das jetzt nicht machen. Das ist eigentlich ganz okay. Also, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann könnt ihr an dem Schneiderschild den Kanal anklicken und abonnieren. Oder aber, wenn ihr den nächsten Film sehen wollt, da ohne anklicken. Hm.